So Leute, hier kommen wir zu den Hikes. Jedenfalls eine Sorte davon, meine Reservestiefel. Die anderen zeige ich euch nachher. Also ich poste die, die ich aktuell habe, im Link. Weil die trage ich jetzt noch auf, steigt dann aber auf diese hier um, die Tactic GTX. Ihr seht nachher im Link, wie gesagt, auch wie die beschrieben werden. Ich weiß jetzt gar nicht, mit was die da Werbung gemacht hatten, ob sie jetzt GSG-9 mäßig sind. Auf jeden Fall spezialeinheitmäßig auch gemacht, ne, für jedes Terrain. Und 1A, die fühlen sich so genial an, wenn man die anzieht. Ich habe sie ja mal Test gelaufen schon, dann wieder vernünftig sauber gemacht. Und deshalb wollte ich sie euch mal vorstellen, die GTX, meine Stiefel der Zukunft. Da will ich mir auch noch ein zweites Paar Reserve kaufen, wenn ich die nachher aktiv trage. Ne, die liegen halt in ihrem Karton ganz normal, wenn sie kommen. Ich glaube, da war noch diese ganze Folie und so drüber. Aber das sind die guten Stücke. Ja, wie gesagt, das Licht ist ein bisschen scheiß schön. Ja, aber wie gesagt, die verlinkt sie euch ja auch noch. Ihr braucht da jetzt nicht rumzuweinen nach dem Motto, kann man ja nicht so gut erkennen. Ne, wie gesagt, das ist einfach nur ein ganz normaler Einsatzstiefel. Ja, gibt es auch noch die ganzen Bilder vom Hersteller dann. Fallen eigentlich immer perfekt aus. Ich habe meine ganz normale Größe gewählt und sie passen halt einfach. Ne? Es ist halt wirklich, ich habe jetzt hier, steht auch drin, ich habe meine 45, europäische Größe 45, UK ist dann 10 genommen. Passt perfekt, wie angegossen. Ich weiß nicht, was man mehr will. Also es sind echt tolle Stiefel, fühlen sich gut an. Das ist das Schöne bei Hikes, man braucht die auch gar nicht so viel einlaufen. Also ich finde, die passen immer perfekt. Ich habe jetzt noch nie Blasen gehabt, wenn ich den neue Hikes mal länger getragen habe. Ist also wirklich 1A. Deshalb will ich euch jetzt auch mal wirklich, mit meinem, wie gesagt, bin ich jetzt drin. Ist ein Laienvideo, ihr wisst, ich stecke wenig Arbeit in meine Videos und vernünftige Produktvideos und sowas mit Studioqualität könnt ihr bei anderen YouTubern finden, ja? Ich stecke doch hier keine Arbeit rein. So, wollte ich euch jetzt nochmal ganz schnell zeigen bei der Gelegenheit, was das angeht. Bombs. Sieht man es gut? Nee, nicht so ganz. Da muss ich mal ein bisschen höher. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Da ist der Hike-Stiefel. Ne? Wie gesagt, nochmal von allen Seiten. Die Dinger sind halt hier ein bisschen verstärkt vorne auch. Ne? Wie gesagt, falls immer was auf dem Fuß fällt, haben, ich glaube, auch ihren Durchtrittsschutz wieder ganz normal, haben extra eine höhere Sohle, das habe ich dir auch gewählt. Die ist ein paar Millimeter höher. Das heißt, auch mehr Pufferraum, wenn du wirklich mal irgendwo reintrittst, Nagel oder sonst was, und der doch mal durchkommt durch irgendeinen blöden Zufall, sind wieder ein paar Millimeter mehr, die deinen Fuß schützen. Und ja, mit kaputten Fuß überlebt sich nicht mehr ganz so einfach. So, wie gesagt, jetzt komme ich aber mal auf die andere Seite, weil ich wollte euch das lustige Gadget mit diesen Bundeswehr-Gummibändern zeigen, weil die Hose ja eben auch ein bisschen länger ausfällt. Ziehe ich jetzt mal diesen Stiefel einfach über. Ich mache ihn jetzt auch nicht vernünftig zu. Ja. Ich wickel das Bandchen da jetzt einfach so rum, weil ich meine, wie man Stiefel zuschnürt, solltet ihr eigentlich alle wissen. Dann lege ich das eine Band hier einfach mal so drauf, dass man es sieht. Oh Gott, vor der Kamera arbeiten, wie gesagt. Das sind meine ersten Videos vor der Kamera. Verzeiht mir, wenn es so ist. Normalerweise zieht man sich das Bändchen auch vorher über den Fuß. Habe ich jetzt vergessen, alles live und in Farbe. Aber wie gesagt, sieht man es. Man zieht, ja gut, man sieht es nicht so ganz, aber hier, ich habe das jetzt am Bein. Drückt dann einfach ein bisschen was von der Hose drunter, unter das Gummi. Ne? Geht ihr einfach mit der Hose drunter. Könnt euch das dann über den Stiefel, also ich mache es ja meist oben am Stiefel fest, wenn er zu ist, zack, schiebt ihr das über den Stiefel drüber. Die Hose bleibt dann oben am Stiefel. Ich weiß nicht, warum die das ursprünglich gemacht haben. Ich denke mal auch damit, ja, ich weiß nicht, ob sie nicht dreckig wird, aber halt auch damit der Stiefel zu ist. Ne? Ungeziefer und sowas kann halt nicht direkt rein. Und wie gesagt, sie bleibt sauber, weil wenn sie nicht unten am Stiefel die ganze Zeit ist, ne, sie bleibt etwas sauberer, wird nicht eingesäubert. Die Stiefel sind wasserdicht, soweit. Soweit oben halt nichts reinkommt, könnt ihr da halt gerne mal in Pfützen und so rein. Das ist halt die bewährte Hikes-Qualität. Wie gesagt, Hikes, guckt es euch auf YouTube oder so an. Es gibt meiner Meinung nach nichts Besseres. Ich kenne einige Soldaten und Menschen aus anderen Bereichen, die tragen auch selber Hikes. Kaufen die sich dann einfach mal dazu, weil sie einfach sagen, ist besser, angenehmer. Die haben auch diese speziellen Sohlen drin, wie gesagt, die viel besser sind für den Fuß. Die haben, wie gesagt, dieses Klimasystem da drin. Das heißt, es kommt kein Wasser rein. Aber du schwitzt einfach nicht in den Stiefeln. Die fragen mich immer die Leute, warum trägst du im Sommer noch
Stiefel, ich sage erstmal zur Stabilisierung, du kannst dich so leicht umknicken, Knöchel ist geschützt. Und ich sage außerdem, wie gesagt, der Fuß ist vorne geschützt. Und es ist, wie gesagt, tatsächlich so, du schwitzt nicht. Dieses Klima Air System, du schwitzt einfach nicht. Ja, die Luft kann raus, die warme, aber es kommt kein Wasser rein. Ich weiß nicht, wie die sowas machen. Liebe Heizmitarbeiter, wenn ihr das irgendwie mal seht, postet es gerne in die Kommentare. Ich freue mich über Kommentare, besonders wenn der Hersteller da ist. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber es ist bombastisch. Echt, man schwitzt nicht im Sommer. Selbst wo das jetzt so ein heißer Sommer war, habe ich nicht geschwitzt. Ich mache das Gummi jetzt mal wieder ab. Ja, man schwitzt einfach nicht. Das ist der Hammer, weißt du? Früher habe ich dann auch mal so Turnschuhe, Sneakers getragen und so. Ich gehe mal raus aus dem Stiefel, stelle ihn wieder hier hin. Schneebänder packe ich da mal rein, wenn ich sie nachher auch gleich wieder wegpacken will. Den Stiefel, ja, das ist der gute Hikes. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es mit dem Licht ist, weil ich habe mich da jetzt auch null vorbereitet. Na, wie gesagt, hier diese BW-Bänder, die lege ich jetzt hier mal so vorne drauf. Die zeige ich euch dann noch. Meine Uhr zum Beispiel, die packe ich euch auch nochmal mit rein, weil die eine kleine Besonderheit hat. Die kommt mit ins Handschuhvideo, wenn ich es nachher mache. Wie gesagt, alles hier echt leinenhaft, stümperhaft, ihr wisst ja. Mein Motto ist ja wirklich mit wenig Arbeit. Mal gucken, wie weit ich komme, wie viele Abonnenten es nachher sind, wie viele Klicks das sind. Man muss meine verrückte Art und vor allem meinen schwarzen Humor einfach lieben. Oder man hasst mich. Ja, es gibt Menschen, die hassen mich. Aber hey, das ist mir egal, dann werde ich noch lustiger, noch bekloppter, weil ich weiß, das triggert euch noch viel mehr. So, wie gesagt, das war's zu den Hikes. Die anderen Stiefel, die zeige ich euch nachher nur noch mal so. Das sind diese Hikes. Ja, ich weiß es nicht, wenn ihr sie seht. Aber ich nur um euch gleich mal zu zeigen, dass ich wirklich noch andere Hikes habe. Das ist, wird, wie gesagt, hier mein Aktivstiefel jetzt. Ne? Gore-Tex steht hier drauf, falls das wichtig ist für euch. Ich imprägniere sie immer noch mal zusätzlich mit dem Spray-Hook. Jetzt fallen hier die Gummis ab. Weil das einfach auch, wenn man so eine Schutzschicht ist. Stiefel, was das angeht, wenn ihr die anderen nachher seht, wie gesagt, die werde ich noch ein bisschen besser pflegen, weil hier auch diese Lederschicht wieder drauf ist. Das heißt, da hole ich mir wieder von Hikes, gibt es das extra, dieses Pflegeschuhcreme-Zeugs, um die halt sauber zu halten und auch noch das Material zu pflegen, die Imprägnierfähigkeit zu erhalten. Das ist nämlich ganz toll, diese Hikes-Schuhcreme, die imprägniert, glaube ich, noch wieder mit. Und die kann man überall rüber putzen nachher. Auch hier über diese ja, nicht Lederflächen, diese ganz normalen Materialflächen. Da passiert halt nichts, die Atmungsfähigkeit bleibt. Man hat halt immer schön, zwar warme, aber halt nicht so schwitzige Füße einfach. Was ja auch angenehm ist, wenn man nachher die Stiefel auszieht. Viele Leute kriegen im Sommer Panik, wenn du zu Besuch kommst, ziehst die Stiefel aus und die denken so, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Und denken dann plötzlich, huch, da stinkt ja gar nichts. Ja, warum das auch so ist, man weiß es nicht. Passend zu den Hikes, ich trage sie jetzt nicht. Ihr habt es, glaube ich, gesehen, ich trage meine Weihnachtssöckchen. Ja, die kommen bald auch in den Schrank, weil jetzt ist ja Januar. Aber ich mag die einfach privat, trage ich sie, glaube ich, das ganze Jahr durch. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, holen wir mal ein paar Hikes-Socken raus. Wie gesagt, die unterstützen das nochmal, diesen Airflow einfach. Wie gesagt, das Licht, ich weiß noch nicht, ob ich es gleich ändere. Einfach mal, aber das sind ganz normale, ich kann sie ja mal hierher halten, das sind ganz normale, stinknormale, schwarze Socken. Ich habe jetzt nicht die lange Version, ich trage immer so diese ja, ich sage immer Tennissockengröße. Ganz normal halt auch. Das Material ist sehr toll. Ich habe mir damals meine ersten vor Jahren gekauft, die habe ich immer noch. Die rubbeln zwar so ein bisschen ab unten, sind dann so ein bisschen weiß nachher, aber die halten. Keine Löcher, kein Nichts. Also die halten fast ewig. Ich habe mir jetzt nochmal 10 Paar oder so dazu bestellt, wo das hier losging nachher mit diesen ganzen Finanzkrise, Inflation und so. Ich habe mir nochmal 10 Paar bestellt, auch Boxershorts nochmal 10 Stück. Weil wenn man was hat, was einem passt, was man kennt, ja, dann will man das ja auch dauerhaft haben einfach. Ja, bevor man nachher wieder nichts kriegt, ja, nicht lieferbar ist, habe ich immer meine Reserven. Also ich bin da echt so tiefenentspannt. Ich bin auch im Kleidungsbereich gut vorgesorgt. Wie gesagt, ein paar T-Shirts will ich mir jetzt noch bestellen. Pullis habe ich in Reserve. Einfach alles vorbereitet. Deshalb war letztes Jahr auch so teuer. Dieses Jahr kann ich endlich mal wieder anfangen zu sparen, weil ich jetzt alles habe. Spare noch so auf ein paar teure Sachen. Wie gesagt, nochmal ein extra paar Stiefel, dass ich ein zweites oder... Ja, ich habe ja nochmal einen anderen. Also jetzt wäre das gerade das dritte Paar in Reserve. Ich habe auch noch ein viertes, ganz alte Stiefel, aber die trage ich ungern. Weil das noch die mit dem Reißverschluss waren. Und der gibt jetzt nach all den Jahren so ein bisschen nach. Den muss man dann immer wieder nachziehen, nach oben. Das ist halt nicht Sinn der Sache. Aber die hatte ich auch Jahre im Einsatz. Also wie gesagt,
Wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, die Stiefel, die Hikes. Ich packe sie jetzt gleich auch wieder ein. Die Socken kommen wieder in den Schrank, die sind nämlich alle schön gewaschen. Ich habe da eine Vorratsschublade extra. Kommode meine ich, nicht Schrank. In der Vorratsschublade sind sie dann alle drin. Wenn irgendwann mal doch ein paar kaputt geht, brauche ich dann nur eins da rausnehmen und fülle wieder nach. Weil ich habe, wie gesagt, so ein paar für die Arbeit. Privat auch Hikesocken. Alles abgesichert. So im Umfang mit drinne ist meistens noch ja so eine User Information drinne bei den Stiefeln. Also ich weiß gar nicht, um was es da geht. Ach so, ja gut, da steht noch mal drin für die jeweiligen Bereiche. Ja, die Kategorie. Die Sicherheitskategorien und so, wenn du dich da nochmal richtig informieren willst, steht aber auch in der Beschreibung nachher drin auf der Amazon-Seite. Ja, dann ist hier nochmal so ein Dankeschön-Kärtchen mit drin gewesen von Hikes, wo man einfach sagen kann: Okay, die bedanken sich nochmal ganz schön bei einem, dass man sich für Hikes entschieden hat, werben auch selber nochmal in diesem Dankeschön damit, dass man die höchsten Standards, die eigentlich in Europa so gebraucht werden, erfüllt. Weil, das war mir immer ganz wichtig, mein Vater selbst ist ja beim Bund und der sagt auch, also wenn ich Stiefel haben will, fing damals ursprünglich mal an, wo ich als Jugendlicher Roller gefahren bin, wegen Arbeit und so, da hat er gesagt, wenn du vernünftige Stiefel willst, hol dir Hikes, kosten halt einmal mehr, sind dafür dann aber auch, die halten Jahre, wenn du die pflegst, sogar noch länger. Ich kaufe meist schon neue, weil ich das neue Modell einfach toll finde, wie gesagt, jetzt die GTX. Das wird mein Dauerstiefel, doch. Bin reingeschlüpft, beim Tragen schon gemerkt, perfekt, das Ding liebe ich. Hatte ich davor noch bei keinem Stiefel, davor waren die einfach nur cool und angenehm, aber das Ding ist wirklich, da hat mein Fuß sich direkt verliebt. Ja, wie gesagt, das war der Karton auch nochmal, ganz normaler blauer Hikes-Karton. Gut, es ist jetzt meistens noch, die habe ich rausgenommen, wegen Datenschutz für mich selbst, die Rechnung mit drin, ne? Da ist dann halt noch die Rechnung mit drin. Ganz viele tolle Papiere, meist noch so ein Mäppchen. Habe ich jetzt hier aber auch nicht rumliegen, habe ich alles in meinem, ja, meinem Geheimbüro. Im Hintergrund, falls ihr denkt, ist kein Tresor, ist ein alter Waffenschrank, den habe ich geerbt. Da habe ich dann so meine ganzen Sachen drin verstaut. Wie gesagt, diese ganzen Vorratsboxen aus den Videos sind da einfach nur drin. Deshalb steckt der Schlüssel auch dauerhaft, sollte mal einer einbrechen, damit er hier nicht anfängt, noch den Tresor zu sprengen. Weil da ist, wie gesagt, keine Wertsachen drin, da sind Kerzen drin, ein bisschen Klopapier. Denn diese ganzen Boxen noch drin. Aber ich schweife ab von meinem Stiefelvideo. Wie gesagt, ich wollte mir heute mal die Mühe geben, nicht so lange Videos zu machen. Ich werde jetzt, wie gesagt, gleich nochmal hingehen und euch die anderen Stiefel zeigen, die ich im aktiven Dienst habe. Die verlinke ich dann auch. Wie gesagt, mir fällt der Name gerade nicht ein. Wenn ich nachher das Video fertig mache, verlinke ich euch das. Ne? Werde ich hinschreiben, die GTX, meine Lieblinge. Ich trage die anderen jetzt, wie gesagt, noch auf, bis ich mir das zweite Ersatzpaar gekauft habe, dann werde ich wohl wechseln. Dann werden die ich jetzt trage, halt die Notfallstiefel sein. So die dritten im Bunde dann. Und die beiden GTX-Paare werden dann halt meine aktive Beschuhung sein. Wenn man das so sagt, Beschuhung. Wie gesagt, ich gehe jetzt dann nochmal hin, zeige euch die anderen und würde sagen, danke fürs Reinschauen. Seid vorbereitet. Wie gesagt, auch gutes Schuhwerk. Deshalb hole ich mir da noch ein zweites Paar Stiefel von. Wenn es mal wirklich eine Zeit lang nichts mehr gibt, Knappheiten kommen oder Finanzkrise, man hat nachher einfach schlicht und ergreifend das Geld nicht mehr. Man weiß ja nicht, kommt ein Wirtschaftscrash. Ja, ich meine, ich stehe gut da finanziell, aber man weiß es ja wirklich nicht. So ein Finanzcrash oder so, da sagen die Menschen dann auch, die haben damals auch gedacht, ja, mir geht's ja gut. Dann kam der Finanzcrash und bams, ging's allen schlecht, ne? Deshalb, wie gesagt, habt Lebensmittel im Haus, habt die vernünftige Kleidung auch in Reserve im Haus, dass ihr einfach euch zurücklegen könnt in der Krise und sagen könnt, puh, ein Großteil der Probleme von, oh Gott, ich brauche, aber habe nicht, die habe ich wirklich nicht. Und dann gibt es halt nur die ganzen normalen anderen Probleme dann, je nach Krise. Aber wie gesagt, danke fürs Reinschauen, seid vorbereitet! So Leute, ich nochmal ganz kurz, während mein Süppchen da am Rumköcheln ist, boah. Es wackelt, wie gesagt, das hat keine Autostabilisation. Ich bin am Handy gerade noch unterwegs, weil die Akkus laden von der Kamera. Wie gesagt, die Tagsaufnahmenkamera, die ist schon ein bisschen älter. Deshalb sind die Akkus auch nicht mehr so die besten. Ich muss mir mal neue bestellen sonst oder so. Aber wie gesagt, geht ja so auch. Ne? Wir wollen ja hier kein High Professional 4K machen. Vielleicht, wenn ich mir irgendwann mal meine GoPro leisten kann, wird es da auch besser. Mal schauen. Wie gesagt, das sind meine aktuellen noch.
bis ich das zweite Paar habe von den anderen. Ich suche euch raus, wie die heißen. Wie gesagt, Schuhe, Stiefel allgemein putze ich wenig, weil ich sage mal, sind Kampfstiefel, Einsatzstiefel. Die werden dreckig. Hier überall noch Sand, ey. Ja. Und Staub vor allen Dingen auch von der Arbeit. Wollte ich euch nur noch mal ganz kurz zeigen. Ich verlinke euch, wie die heißen. Die haben nämlich einen anderen Namen gehabt. Oder steht es da drinne? Das ist übrigens auch UK 45. Und ja, mit, oh, in Kroatien produzieren Hikes. Finde ich cool, aber steht jetzt gerade nicht drin, welches Modell das ist. Schade. Wollte ich euch nur noch, wie gesagt, mal ganz kurz zeigen. Hatte ich euch ja versprochen, dass ich die anderen Stiefel da noch mal zeige. Danke fürs Reinschauen. Seid vorbereitet. Euer Survival Willi.